Tennis ist groß, ganz großes Damen-Tennis. Die österreichischen Fans werden jetzt wahrscheinlich erstmal einen kleinen Schock bekommen haben bei diesem Ball. Und wir sehen nochmal, der Angriff vielleicht ein bisschen zu spät sogar, denn da hätte sich schon passiert werden können. Und dann ist das die Geschichte, ich denke, dass du denkst, dass ich denke. Sie bleibt einfach stehen. Also eine 50-50 Chance, in der Mitte stehen zu bleiben. Denn vielleicht wählt Paschek ja genau diesen Ball. Und da ist auch eine Menge Glück dabei. Das ist der Satz für Justine Enner. Der Satzball war es und das ist der Satz. Die wenigen wichtigen Punkte, sie gingen an Justine Enner. Wir kommen zurück mit dem ersten Punkt im zweiten Satz, der ist gespielt. Und nochmal zur Erinnerung, das war schon ein enorm spannender erster Durchgang. 7-5 geht er an Justine Enner. Im Gegensatz zu ihrem bisherigen Aufeinandertreffen gewinnt sie also den ersten Satz. Dazu gleich mehr. Ich muss ganz klar sagen, dass jetzt natürlich die Gefahr der Enttäuschung in den ersten Minuten des zweiten Satzes, der nachhängenden Enttäuschung bei Tamira Paschek groß ist. Man hat es auch in dieser einen Einstellung gesehen, bei dem Blick in ihr Gesicht. Kamera ganz nah ran. So ein bisschen das Gesicht verzerrt, so ein bisschen, hätte ich doch mal lieber beim einen Ball anders gespielt, hätte ich doch diesen Netzangriff von einer einfach als Longline gekontert. Aber das hat ja alles gar keinen Sinn. Ist aber genau das Problem möglicherweise jetzt für Paschek. Würde mich auch nicht wundern, wenn die diesen Aufschlag abgibt. Jetzt gut. Was ihr helfen würde, wären jetzt gute Aktionen. Harte Spielball bei 5-6, um in den Tiebreak zu kommen. Aber der zweite Satzball war es dann für Justine Enner. Yeah.
Merci. Wichtige Information für Sie zu Hause, die Dame lebt noch. Es ist alles so leicht erklärbar manchmal. Und wenn Sie selber schon mal in einem Match standen beim Tennis, wissen Sie es sowieso aus eigener Erfahrung. Alles andere ist überraschend, der Verlauf jetzt in diesen ersten 7 Minuten nach dem hart umkämpften Ende des ersten Satzes. Die eine erleichtert mit mehr Zuversicht, wieder mit mehr Selbstsicherheit, Justine Henin, und natürlich mit dem größeren Repertoire. Die andere noch nachtrauernd und bitter enttäuscht. Der wird ausgegeben. Der wird nur ausgegeben, der ist halt auch aus. Das ist der Zentimeter daneben. Schöner Versuch, aber nicht allzu aussichtsreich. Wäre ein toller Ball gewesen. Ist ein toller Ball gewesen, aber halt eben knapp vorbei. Und damit könnte es der Fünferrhythmus weiterhin sein, den wir gleich haben. Sehr skurril, wenn man nur diesen Fakt nimmt. In den Himmel durchaus berechtigt, ist eigentlich ständig andauernder Regen, mal etwas stärker, mal etwas schwächer, kurzzeitig hört er auch mal auf, aber es ist sehr dunkel jetzt über der Anlage. Die Bilder hellen etwas auf, also lassen Sie sich da nicht täuschen. Könnte auch noch heftiger werden, aber auf allen Plätzen wird im Moment natürlich noch weitergespielt. Eine Übersicht bekommen Sie bei eurosport.de in unserem Live-Scoring. Es ist in den ersten Wochen eines Grand Slams nie so leicht, den Überblick komplett zu bewahren. Wir helfen Ihnen dabei.
Tatsache ist, 5 Spiele in Folge für Inne im ersten Satz, 5 dann für Paschek, jetzt wieder 5 für Inne, 3-0. Kurze Diskussion gab es, ein Blick zum Supervisor, es geht weiter. Aber da kommt noch was. Und zwar sehr, sehr starker Regen. Im Moment geht's noch. 0-3. 0-5, 5-5 und seit 5-5, 5 Spiele in Folge für Inne Ardenne. Wenn es beim 5er-Spiel bleibt, dann würde jetzt Paschek von 0-3 auf 5-3 davonziehen. Aber das ist wohl eher eine kleine Spielerei. Und jetzt wird es ganz heftig. Hier flüchten sogar einige Zuschauer schon. So, und nach diesem Ballwechsel ist Schluss, da bin ich sicher. Nach diesem Ballwechsel musst du das Spiel abbringen. Schauen Sie sich das an. Das ist so heftig, da kann man nicht mehr spielen. Frage, Vorteil für Inne oder... Das sind die Fehler und die direkten Punkte. Fehler ohne Not und direkte Punkte. Und das Verhältnis dieser beiden Kolonnen, dieser beiden Statistiken. Entscheidende Zahl 1-4. Spielt sie eigentlich ganz gut, ist eine Waffe. Vielleicht jetzt in diesem Ballwechsel zu früh den Stop versucht. Nach Rebreak 0:30. Könnte sie fast noch kriegen. Sie ist eine, die enorm gut verteidigen kann. Tamira Paschek aus Dornbirn in Österreich, die 16-Jährige. Nummer 65 der Welt war sie mal. Am 21. Mai auf der Weltrangliste. Jetzt ist sie die 72. Das ist also nah an Personal Best, an ihrer bisher besten Platzierung. Das ist ohnehin für Tamira Paschek fast wie ein Märchen. Die ist von Beginn des Jahres über 100 Plätze nach oben in der Weltrangliste. Und kämpft hier gegen die Nummer 1. Und das Kämpfen, das ist durchaus da. Aber die Pause ist immer auch eine gefährliche Sache. So eine Regenunterbrechung. Selbst wenn Paschek 0-3 zurücklag, so schien sie mir ein bisschen mehr Rhythmus gehabt zu haben. So ist es für beide natürlich das gleiche Problem. Aber einfacher serviert sich's natürlich und spielt sich's nach einer knapp einstündigen Regenpause natürlich mit der Führung, mit einem Break im Rücken. Jetzt sind es immer noch... Immerhin dieses eine, jetzt sind es wieder zwei. Aus. Bewegt sich auch nicht mehr so gut. Nach 0-5 auf 5-5, ich muss Ihnen einfach, auch wenn Sie das vorher vielleicht gesehen haben, aber für alle, die das nicht mitbekommen haben, muss diese Geschichte einfach noch mal kurz repetieren. 5-0 Führung inne, nach 21 Minuten im ersten Satz, dann 5-5. Und dann gab es bei 5-6 aus Sicht von Paschek ein umkämpftes Aufschlagspiel. Paschek stand kurz vorm Tiebreak, dann aber der Satzverlust. Und das durch einen Ball, wo sie sich für den falschen Passierball entschied. Und das hing der Österreicherin nach. Zu Beginn des zweiten Satzes. Trainer hofft natürlich, Larry Passos. Die sind natürlich noch irgendwie zuversichtlich.
Fehlen noch zwei Punkte zum Einzug in die dritte Runde. In dieser dritten Runde wartet Mara Santangelo aus Italien nach einem 6:3, 6:2 Sieg über Tamarin Tanasugan aus Thailand. Das sind die Matchbälle. Ah, hätten sie sein müssen einfach. Also waren wir zu früh dran. Zeigt aber auch, Inne heute von Bestform entfernt. Schöner Ball von Tamira Paschek. Matchball abgewehrt. Also am Gesichtsausdruck von Carlos Rodriguez sehen Sie schon, der weiß, dass das für Justine nicht so einfach ist. Diese Tamira Paschek war schon ein harter Brocken in Dubai in diesem Jahr. Da ging es über drei Sätze, da war aber Paschek im zweiten Satz Breaks vorne. Er hätte eigentlich das Match gegen Inne gewinnen müssen in Dubai. War am Ende aber ein 4-6, 7-5, 6-1 für Inne, für die große Favoritin, die jetzt ihren zweiten Matchball hat. Und da ist das aus. Ja, ja. Mehr als Freude. Erleichterung. Richtige Erleichterung ist das. Und die beiden haben sich jetzt zum zweiten Mal getroffen. Wieder war es in einem Satz enorm eng.